Servus Leute, da bin ich wieder. Ich würde euch heute mal gerne wieder ein Messer vorstellen. Und zwar ist das das Manly Blaze. Eine richtige Schönheit, wenn ihr mich fragt. Ja, bin mal sehr gespannt. Gefällt mir nämlich persönlich richtig gut, das Messer. Und schauen wir mal, was es kann. Falls euch interessiert, bleibt da drauf. Viel Spaß. Ja Leute, wie gesagt, ich würde euch heute gerne das Manly Blaze vorstellen, beziehungsweise ich würde es selber gerne mal ausprobieren. Ich habe das Messer nämlich heute das erste Mal in der Hand. Das ist eine Leihgabe vom Reini Rossmann von seinem Survival Shop Überlebenskunst.at. Und Dankeschön Reini. Ja, werde ich heute mal kurz antesten, dann werde ich es natürlich noch ein, zwei Wochen hier behalten, dann geht es wieder zurück. Falls ihr euch für das Messer interessiert, deswegen, ich mache euch den Link unten rein zum Reini seinem Survival Shop. Da könnt ihr mal nachschauen. Das Messer an für sich, Manly, die Firma. Ich hatte kaum was bis jetzt in der Hand von der Firma. Ich habe zum Beispiel das Manly Wasp. Das ist ein richtig gutes Taschenmesser, also ein einfaches Taschenmesser, aber ein sehr gutes Taschenmesser. Ich mache euch mal einen Link hier oben zum Video. Das habe ich nämlich mal im Zuge von der Videoreihe auf der Suche nach dem perfekten EDC-Messer habe ich das mal getestet. Also schaut mal rein, falls euch das interessiert. Ansonsten, wie gesagt, ich habe noch nichts von Manly sonst in der Hand gehabt, groß. Dieses Messer hier jetzt, ihr seht, ist ein feststehendes Messer. Gerade mal kurz zu der Date. Wir haben eine Klingenlänge von ganz knapp unter 12 cm. Also ich meine wirklich 11,9 cm. Das heißt, es ist noch § 240a konform, ihr dürft es führen. Wir haben hier schwarze G10 Griffschale, natürlich eine Full-Tank-Konstruktion. Hier oben haben wir ein Chimping. Da wird immer drüber diskutiert, ob es zu aggressiv ist oder was weiß ich was. Also ich merke das schon am Daumen, dass er ein bisschen drüber schrubbelt, sage ich jetzt mal. Aber ich mag es eigentlich. Also ich schneide mich nicht dran oder so, um Gottes Willen. Aber ich mag es schon, wenn ich den Daumen hier ablegen kann. Wir haben hier eine Schleifkerbe vorne drin. Gewicht sind, ich meine, um die 210 Gramm. Also ihr könnt auch was mit anfangen. Ja, ein wunderschönes Messer. Hier haben wir einen Flachschliff. Das ist ein Hohlschliff. Das glänzt gerade so arg. Das ist ein Flachschliff. Ein D2-Stahl. Ihr kennt mich oder ihr kennt wahrscheinlich meine Videos. D2-Stahl langt mir völlig aus. Reicht mir völlig aus. Ein D2-Stahl ist nahezu rostfrei oder extrem rostträge. Ihr könnt noch ziemlich leicht nachschärfen, erhält aber auch lang die Schärfe. Also ich finde, ein guter D2-Stahl oder ein guter 440C-Stahl reicht mir völlig draußen. Oder was heißt reicht mir? Ist optimal für draußen. Ganz ehrlich. Ja. Ansonsten, natürlich wollen wir das Messer ausprobieren. Aber als erstes muss ich euch sagen, ich merke gerade, wie gesagt, ich habe es jetzt das erste Mal in der Hand. Der Griff ist mir ein bisschen zu schmal, habe ich gerade das Gefühl. Machen wir es gleich mal mit Handschuhen. Weil mir ist immer als erstes mal wichtig, wie fühlt sich das Messer bei mir an. Ja, nee, mit Handschuhen geht's. Griffschale könnte ein bisschen breiter sein, finde ich. Ja, aber es geht. Es geht. Ich zeige euch mal den Griff. Ja, also ich finde, ein bisschen breiter könnte es sein. Man merkt auch, man hat hier einen kleinen Bauch in der Mitte. Aber das könnte von mir aus noch ein bisschen größer sein. Ich persönlich habe Handschuhgröße 9, 9,5, nee, 9. Und ja, es geht aber. Genau, gut. Es wird gleich dunkel, deswegen, ich würde sagen, wir hacken schnell ein bisschen Holz. Wir machen natürlich ein bisschen Schneidtest und wir versuchen natürlich wieder den Feuerstahl anzureißen. Was mit dem Klingenrücken hier überhaupt kein Problem sein sollte. Ich glaube, da könnt ihr bis vor an die Spitze wenn da der Feuerstahl anreißt, aber das testen wir jetzt, da hole ich euch wieder ein bisschen näher. So, dann würde ich sagen, wir machen wieder ein bisschen Holz, wie immer. Danach reißen wir natürlich noch den Feuerstahl ein. Wir haben hier jetzt, hier habe ich extra ein bisschen Kiefernholz gesägt. Und das ist auch noch, ich sag mal, nicht zu wenig, nicht zu viel, um mit dem Messer ein bisschen Holz zu spalten. Deswegen probieren wir es einfach mal. Ja, geht wunderbar. Wir haben hier allerdings auch fast 4 mm Klingendicke. Also
dem kann man natürlich sehr gut spalten, ganz klar. Haben wir das noch durch hier. Einwandfrei. Bisschen Kienspan haben wir oder ein bisschen Harz. Machen wir natürlich gleich mal einen Schneidtest. Ich habe zwar hier Kienspan dabei, aber wenn es gut läuft, brauchen wir den dann gar nicht. Also ein paar Leckchen. Erstmal ein paar Streife. Oh ja, das schneidet. Oh ja. Also da geht was. Guck mal. Ich krieg's jetzt schon fast nicht mehr scharf, es wird nämlich gerade dunkel. Aber das schneidet richtig gut. Ich komme mal ein bisschen näher. Ich hoffe, ihr seht es. Also da geht einiges. So, machen wir das gleich hier rein. Würde ich sagen, machen wir gleich noch ein bisschen feine Zunder, weil das ist hier halt einfach gerade schön verharzt. Das müssen wir natürlich nutzen. Was ich jetzt mache, ist gerade nicht so gut für die Schneide, aber ein Messer muss das aushalten. So. Richtig feine Zunder. Feuerstahl, Moment. So, hier haben wir jetzt einen Magnesium-Feuerstahl. Ich versuche es jetzt erstmal ohne Magnesium. Direkt rein. Erst einmal die Klinge rücke. Boah. Geht sehr geil. Einwandfrei. Also richtig geil mit dem Feuerstahl anzureißen. Ansonsten als Hackmesser, ja, es bringt gut Gewicht auf die Klinge. Ich muss schon sagen, macht Spaß, das Messer. Ganz ehrlich. Macht richtig Spaß. Gibt es noch irgendwas? Eigentlich nicht. Doch, natürlich die Scheide. Da komme ich aber erst wieder hoch. So, die Scheide muss ich euch natürlich noch zeigen. Das ist in diesem Fall eine recht einfach gehaltene Kydex. Was interessant ist, ist hier hinten der Clip. Zeige ich euch gleich. Es wackelt ein kleines bisschen, aber jetzt nicht so, dass es rausfallen wird oder so. Aber es sitzt jetzt nicht hundertprozentig, muss man einfach dazu sagen. Ist jetzt aber wirklich nicht schlimm. Also ja, passiert niemals, aber es wäre, selbst wenn ihr so rum hier hüpfen würdet, würde es nicht rausfallen. Was ein Quatsch, gell? Viel interessanter ist auf jeden Fall hier hinten die Gürtelschnalle. Und zwar, als ich dies erste Mal gesehen habe, bevor ich es jetzt am Gürtel gehabt habe, war ich da ein bisschen skeptisch, was das Ding anbelangt. Ich hoffe, man sieht es noch gescheit. Es ist aber wirklich praktisch, weil ihr könnt die hier wegdrücken und könnt sie dann in den Gürtel einhängen. Und hier unten ist dann gekontert sozusagen. Also es ist wirklich ein richtig guter Clip, würde ich sagen. Kein einfacher Clip, sondern wirklich guter Clip, ein durchdachter Clip. Und das Messer sitzt auch wirklich Bombe dann am Gürtel dran. Und ich mag einfach solche Clips, was weiß ich, ob das jetzt so ein taktischer ist oder ob das jetzt so einer hier ist. Ich finde es einfach besser, wenn es keine Schlaufe ist, weil dann muss ich den Gürtel nicht extra ausziehen und kann das Messer dann trotzdem dran machen, abmachen. Und ja, das finde ich auf jeden Fall richtig geil. Ja. Lässt sich gut tragen, ist auch sehr flach, eng am Körper. Deswegen machen wir gleich ein Fazit, bevor es ganz dunkel ist. Das Manly Blaze.
Schönes Messer, einfaches Messer, einfache Form, aber es macht wirklich das, was es soll. Es macht es auch richtig gut. 4 mm Klingerücke, D2 Stahl, knapp 12 cm, könnt also wirklich mit arbeiten. Griff könnte ein bisschen breiter sein, die Griffschale, aber es ist in Ordnung auf jeden Fall. Ja, richtig geiles Messer. Kostet, ich meine, um die 65 Euro, müsst ihr mal schauen. Wie gesagt, ich mache mal einen Link rein zum Rainer Rossmann seinem Survival Shop, überlebenskunst.at. Ist in der Videobeschreibung, ist nochmal in den Kommentaren drin. Und ich schaue auch mal, ob ich es auf Amazon verlinken kann oder so. Schaut es euch einfach mal an, falls euch interessiert. Ich finde es ein geiles Messer auf jeden Fall. Gefällt mir. Und schön, dass ich es testen durfte. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Falls ihr das erste Mal hier seid, würde ich mich natürlich noch mehr über Abo freuen. Und ihr wisst, schreibt mir natürlich gern einen netten Kommentar, was ihr zu dem Messer hier haltet. Vielleicht hat es ja der eine oder der andere von euch. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und das war's dann. Also, ciao.